Und mit dieser Hammermucke herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Alarm für Cobra 11 Undercover. Oder ich es gerne nenne Alarm für Cobra 11 Need for Speed Style. Ich meine nur, was die da reingebaut haben. Naja, neues Spiel. Hannibal. Na, guck mal, Tanja. Schaltung, Automatik, danke. Navigationshilfe kannst du gerne haben. Streckenkarte. Kilometer. Ah, die Musik ist ein wenig laut. So, Umgebung machen wir auch ein bisschen leiser. Da weiß man ja nie. Soundeffekt sowieso. Sprachausgabe. Machen wir mal auf 90 runter. Wir werden ja sehen, ob alles so viel ist. Wir werden es ja sehen. Karriere. Normal. Ach ja, dieses Projekt ist blind. Werdet ihr am Titel erkannt haben. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wie ein Schnitzel. Aber die Mucke geht gut ab. Die Mucke geht richtig gut ab. Aber die Ladezeit geht mir jetzt schon dezent auf den Keks. Eine Burg! Hey Burg! Wie gewöhnlich haben sich Ben und Semir eine viel zu große Bande von Kriminellen ausgesucht, denen sie das Leben schwer machen wollen. Aber wie immer ist es eher umgekehrt. Die Bande wird von 8 Gangstern kontrolliert, von denen jeder ein unterschiedliches Gebiet beherrscht. Um an die Gauner heranzukommen, müssen Ben und Semir sich in die Organisation einschleusen. Immer wenn einer der beiden undercover operiert, ist der andere als Polizist zur Stelle, um die Gangster hinter Schloss und Riegel zu bringen. Um nicht aufzufliegen, wechseln sie sich jedes Mal ab. Und um im Geschäft zu bleiben, müssen Ben und Semir wie alle Kurierfahrer an der illegalen Rennserie teilnehmen. Nur wer hier vorne mitfährt, bekommt neue Aufträge. Jeder der Bosse steht für einen Level, der gefahren werden muss, um an den nächsten Boss heranzukommen. Nur wenn du jeden Boss besiegst, kannst du gewinnen. Nur so bekommst du deren Waffen und Fahrzeuge. Ich sag ja, Need for Speed-like. Um andere auf dich aufmerksam zu machen, musst du kräftig hupen. An jedem Streifenwagen kannst du natürlich auch das Blaulicht aktivieren. Der erste Tastendruck schaltet das Blaulicht und die Sirene ein. Ein weiterer Druck schaltet die Sirene aus. Und ein erneuter Druck auf die Taste auch das Blaulicht. Nein. Rechtstaste. Rechtstaste. Achtung, Baum! Jesus Christ! Was habt ihr hier für eine Steuerung? Oh mein Gott! Die haben mich hier mehr als nur eine Sache von Ding abgeguckt. Ja, schön. Ja, aber das und so. Schön, aber... Ben und Semir stehen einige Waffen zur Verfügung, um die Jagd gegen das Verbrechen leichter zu machen. Aber es hat enorme Vorteile, wenn man auch die Spielzeuge der bösen Jungs einfach beschlagnahmen kann. Der EMP legt sämtliche Elektronik des Gegners für kurze Zeit völlig lahm und bremst seinen Wagen ab. Nimm einen Wagen ins Visier und warte, bis sich das Fadenkreuz verändert.
Nun ist die Waffe aufgeschaltet und du kannst sie abfeuern. Teste nun die Waffe an dem Fahrzeug, das einige Meter vor dir fährt. X. Sehr gut. Auch in den Händen deiner Feinde ist der EMP eine sehr mächtige Waffe. Im Radar kannst du an einem rot gefärbten Fahrzeug immer erkennen, dass es sich in der richtigen Schusslinie befindet, um dich zu treffen. Wie du sehen kannst, ist der Füllstand des EMP nun leer. Er lädt sich wie alle anderen Waffen aber langsam wieder auf. Ein bisschen Geduld und schon kann es weitergehen. Mit dem Enterhaken kann man andere Fahrzeuge abbremsen, aber auch sein eigenes mächtig beschleunigen. Geschickt eingesetzt kann man sich von Fahrzeug zu Fahrzeug hangeln und dabei enorme Geschwindigkeiten erreichen. Teste den Enterhaken. Nein, versuch's nochmal. Was denn? Nur weil ich zu früh gemacht habe? Leroy Jenkins! Nein, versuch's nochmal. Ach, soll ich das Fahrzeug abbremsen oder was, anstatt zu beschleunigen? Ja, das war sehr gut. Ja, sollte ich. Nun versuch den Enterhaken zu aktivieren und beschleunige weiter dabei. Leroy Jenkins! Nein, das war nichts. Versuch es nochmal. Was denn? Super! Wer hätte gedacht, dass das alles in dir steckt? Leroy! Scheiß auf gelbe Ampel! Kannst du Verfolger abschütteln. Wenn er mit Vollgas über so ein Band fährt, überschlägt er sich vermutlich sogar. Richtig platziert, kommt ein Kontrahent fast nicht daran vorbei. Der Radar hilft dir auch hier zu erkennen, ob der Gegner im richtigen Abstand ist, um über das Nagelband fahren zu müssen. Ah, da kommt ja schon ein Ganova angefahren, an dem du es testen kannst. Also los. Okay. Whee! Klasse. Das war eine gute Aktion. Ein Glück gibt's hier keinen Schaffstern. Eine richtig feine Sache. Damit kannst du jeden Verfolger ordentlich durcheinander bringen. An den richtigen Stellen platziert, können Gegner weder bremsen noch lenken und schlittern hilflos dorthin, wo du sie hinhaben wolltest. Probier's mal aus. Was für ein Abflug, oder? Das war gut. Gut, dass du so schnell lernst. Straßensperren können in Cobra 11 von Ganoven und Polizisten verwendet werden. Sobald du die Straßensperre aktivierst, kommst du in eine Übersichtskarte mit dem Straßennetz. Nun kannst du dir nach Lust und Laune aussuchen, wo die Sperre platziert werden soll. Je schwieriger die Streckenführung ist, desto schwieriger wird es auch sein, der Sperre auszuweichen. Versuch's mal. Oh, cool. Da. Wie kann ich die jetzt platzieren? Rechtsklick. Ah. Dann wollen wir mal sehen, ob du sie richtig aufgestellt hast. Sehr gut gemacht. Gegen die Waffen hilft nur der Schutzschild. Der Schutzschild umgibt das gesamte Fahrzeug. Immer wenn der Radar rot blinkt, nimmt dich ein anderes Fahrzeug aufs Korn. Gegen die Straßensperre ist aber kein Kraut gewachsen. Probier's mal beim EMP. Ups. Ladidadida. Sehr gut. Der elektronische Rammschutz verstärkt die Karosserie eines Fahrzeugs. Wenn der Schutz vollständig aufgeladen wurde, absorbiert er sämtliche Kollisionsenergie. Je geringer die Aufladung ist, desto stärker wird die Kollisionsenergie an die Karosserie abgegeben. Versuch es mal an dem Gegner vor dir. Er hat jetzt keinen Schutz. Zerstör ihn! Was heißt vor mir? Jetzt ist er vor mir! Kapusch? Ah! Autsch! Das war die Leitplanke. Okay, dich muss ich noch leiser machen, Auto. Du bist zu laut. Schabui! Und bumsen!
Kaputt fahren geht jetzt noch leichter als vorher. Geil, er macht es selber fast kaputt. Okay, das reicht. Es soll dir nur zeigen, wie effektiv der Schutz ist. Eieieiei. Mit dem Repair-Kit kannst du deinen Wagen jederzeit reparieren, wenn dir der Fahrzeugschaden zu groß erscheint. Probier es mal aus. Wieso? Ich hab doch gar keinen Schaden. Was willst du? Ich hab keinen Autoschaden. Egal. Na, schon sieht die Kiste wieder aus wie Lazarus aus der Grube. Wie auch immer. Manchmal bekommst du Aufträge, bei denen du Beweise entsorgen musst. Es gibt zwei Typen von Paketen, die du wegwerfen musst. Die Beweise musst du so auf der Straße platzieren, dass der Verfolger nicht mehr herankommen kann. Am besten lässt du den Verfolger auffahren und siehst zu, dass er nicht direkt in deinen Windschatten fährt. Ist das Verfolgerfahrzeug im Radar rot, kann es das Paket in der Regel nicht mehr erreichen. Versuch's mal. Hä? Das habe ich jetzt gerade nicht ganz kapiert. Wollen Sie jetzt mal den wegfahren oder ihn rankommen lassen? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Na, kommst du? Hallo, Auto. Also ist richtig oder falsch? Ich weiß nicht. Ich versuch's mal anders, wenn ich jetzt bei ihm weg bin. Hui. War das jetzt richtig oder soll das auch sammeln? Perfekt. Ah. Nun der zweite Typ, die Bombe. Diese soll den Gegner treffen. Also musst du schauen, dass er nicht mehr ausweichen kann. Immer direkt vor die Nase und achte auf den Abstand. Immer direkt vor die Nase, das finde ich gut. Bombs away! Großartig! Kaboom! Bombs away! Es kann auch vorkommen, dass du die Beweise sammeln musst. Dann musst du den Bomben ausweichen und die Pakete einsammeln. Versuch's mal. Alter! Gar nicht lang hier das Tutorial. Gar nicht lange! Mein Beweis! Bestens! Hier kommt ein neuer Sheriff! Sheriff Hannibal ist in der Haus! In der Haus, sag ich da! Tja. Das war echt gut. Natürlich. Das war alles, was ich dir zeigen wollte. Nun viel Spaß und mach sie fertig. Viel Spaß, das ist gut. Der ist jetzt eigentlich der erste Part. Nur Tutorial. Hier, Tutorial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sag ich doch. Alarm für Cupra 11, Need for Speed Style. Ich sag's ja, Need for Speed Style. Erster Eindruck? Steuerung ist... naja... erinnert mich doch sehr an Need for Speed. Die Waffen sowieso Need for Speed. Überhaupt, dass man hier diese ganzen verschiedenen Waffen hat, Need for Speed. Auch die Sache mit dem Undercover. Irgendwie, ich muss schon mal sagen, jetzt gleich zu Anfang, sie entfernen sich immer mehr von dem, was Alarm für Cobra 11 ausmachte früher. Sie entfernen sich immer mehr. Cinetic, bitte, erinnere dich an Alarm für Cobra 11 Crash Time von Missionen her, an Burning Wheels und an Highway Nights. Bitte, macht wieder ein Spiel in diesem Stil. Bitte.
besinnt euch auf die früheren Tage. Und an euch kann ich dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, see ya, Leute!